bereit. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Hearts Burst by Sleep. Mit dem Bonusbossen und sowas. Ich habe ja jetzt Vanitas Gedanken besiegt und dadurch habe ich jetzt anscheinend hier beim Land des Aufbruchs einen Boss freigeschaltet. Den wollen wir dann als nächstes mal verprügeln. Mal gucken, was das so wird. Ich habe ja so eine Vermutung, was für ein Boss das ist, wie ich das gehört habe. Gut, das ist offensichtlich, wow. Ob du mir... immun gegen Magie? Ich hoffe nicht. Auf jeden Fall weichst du meinem Trapez perfekt aus, Arschloch. Okay, ich mache Schaden, aber nicht wirklich viel. Kann schon sein, ja. Ich kann mich jedenfalls... Ich glaube, dieser Charakter kommt erst irgendwo in einem anderen Spiel vielleicht mehr vor. Neuer Versuch. Ich habe das Gefühl, ich muss... um mich mit dem messen zu können... erstmal... ein bisschen hochleveln. Eieiei, der ist echt heftig. Sieht aus wie ein Organisationsmitglied, aber... naja. Sieht nicht aus wie Xemnas, weil er keine ätherischen Schwerter hat, sondern eher so eine Art Lichtschwerter. Das freut mich. Okay. Klingt ja interessant. Wow. Lol, der hat meine Fähigkeiten rausgerissen. Das ist dieselbe Fähigkeit, die auch Maluxia kann. Warte mal. Wie lange greift ihr mich bitte an? Ich frage mich gerade, warte mal, konnte sich ein Organisationsmitglied eigentlich vervielfältigen? Loxin, ne? Hm.
Also wenn null Erfahrung mich irgendwie verbessern soll, gucken wir mal, was soll es bringen. Ich weiß es nicht. Ja, ich wüsste nicht, warum es leichter machen soll. Ich habe auch keine Ahnung. Ich bin natürlich deutlich schwächer, als es beim letzten Mal war. Ich natürlich jetzt auf dem Aqua-Spielstand spiele, auf dem ich vorher war. Weil ich sonst ja nicht ins Land des Aufbruchs komme. Es ist halt ein bisschen blöd, aber naja. Im Notfall, ich muss ja auf diesem Spielstand sowieso trainieren für Mirage Arena und sowas, schätze ich mal. Demzufolge kann ich genauso gut auf dem Spielstand später den Boss auch besiegen, wenn ich den da hab. Ich könnte es mit Terra probieren, der ist ja schon ein höheres Level. Achso, da haben ja die Katze gerade schon gehabt. Ich meine, das waren jetzt. Das Vervielfältigen wäre eine Fähigkeit von Loxin und das Fähigkeitenrauben von Maluxia. Wenn das. Dann hat er zwei Schwerter wie Xenas, wenn das. Man könnte praktisch sagen, dass er vielleicht alle Organisationsfähigkeiten hat, wenn es stimmt. Aber ich kann nicht schlecht beurteilen. Wow. Ich bin einfach nur am Wegrennen. Was soll ich denn machen? Könnt ihr nicht irgendwann verschwinden? Ich kann mich nicht bewegen. Das sah unfair aus. Tja. Ich glaube, bei dem muss ich noch einiges leveln, bevor ich ihn machen kann. Ich sag mal, wenn ich den jetzt. Ich den jetzt in dem Fight besiege, dann macht das ja nichts. Ich mach dann wahrscheinlich eh eine Level-Session. Wow. Der weiß auch, wo das ist. Genau, was ich mache. Aber wenigstens ist es kein Venditas-Verschnitt. Der erinnert mich auch erstmal an Xenas. Xehanort, meine ich. Mit seinem Dash. Eieiei. Axel? Wie gesagt, eventuell ja schon. Das könnte ja Roxas sein. Das hat ihn nicht aufgehalten. Ich weiß gar nicht, ob ich es gerade großartig noch versuchen soll. Ich komme ja nicht mehr dazu, Schaden zu machen bisher.
So. Wow. Lässt mir echt nicht die Möglichkeit, mich mal kurz zu heilen. Das ist nicht wirklich eine Xemnas-Fähigkeit. Aber so was ähnliches hat Xemnas drauf, ja. Also Xehanort-Ehre, eigentlich. Wobei Xemnas ist auch drauf. Der Wind könnte halt zum Beispiel von Dingens sein. Genau deswegen finde ich die Attacke unfair. Und danach bin ich gestunt. Ich kann mich nicht mal danach wegbewegen. Das ist so komplett overpowered. Ah, ja. Du musst ja noch warten, bis du stirbst. Ja. Wisst ihr was? Da werde ich mal jetzt nicht reingehen. Das ist, da bin ich viel zu schwach. Ich habe keine Chance gerade momentan gegen den. Deswegen gucken wir mal ein bisschen in die Mirage-Arena rein. Mit Aqua. Wenn ich den Ich hätte auch noch sehr wenig Lebenspunkte für welche Terror gehabt. Ja, das kann schon sein. Ich mache mit den Rest des Parts mal noch ein bisschen Mirage-Arena. Und ja, der Boss kommt dann, wenn ich meiner Meinung nach genug trainiert habe. Es wird wahrscheinlich noch eine ganze Weile dauern. So wie ich das bis jetzt sehe, brauche ich eine ganze Menge mehr Level. Ja, danke für die Erklärung. Cool. So. So, was haben wir denn da schon alles verfügbar? Oh, Retourkutsche. Okay. Eberfieber, sie ist ungeheuer. Ja, wir machen erstmal eins nach dem anderen. Habe ich mein richtiges Deck drin? Nein. Wo bist du, Magneger? Da. Ich weiß gar nicht, ob das als Raumwechseln zählt, wenn ich das hier mache. Ja. So. Und dann machen wir jetzt mal kurz ein bisschen Mirage Arena, dann habe ich auch gleich für kann ich auch gleich trainieren da und sowas, weil ich es nicht mal gezeigt habe. Und ja. Ich habe vor, das mit allen drei Charakteren jedenfalls zu verzeigen in der Mirage Arena. So. Aber das sollte ja eigentlich kein Problem sein. Gerade mit Aqua. Oh, erste Runde schon vorbei. Easy. Und ich kenne ja zumindest ein paar Bosse von denen schon. Und dann wird es wahrscheinlich sein, dass ich jetzt in den nächsten Parts eher Bonus-Stuff mache, damit ich vorankomme. Bevor ich mir jetzt die Bonus-Bosse noch raushaue. Also, ich muss ja trainieren. Ich werde wahrscheinlich mit Terra dann oder mit Aqua. Na, ich mache erstmal mit Aqua hier. Die ganzen Kommandobretter zeige ich dann mit Aqua. Die werde ich dann aber nur mit Aqua zeigen. Einmal jedes hintereinander wegspielen und dann, wenn das erledigt ist. Wird wahrscheinlich eine Menge trainiert. Und vielleicht zeige ich dann wieder neue Mirage-Arena-Dinger, die freigeschaltet sind. Und so weiter. Ich glaube, Ventus wird der letzte Charakter, den ich auf 100% bringe. Bei Terra habe ich ja schon einiges geschafft und bei Aqua spiele ich einfach jetzt schon am besten. So.
wenn du dann noch weitere Fähigkeiten hast, ist das vielleicht auch besser. Ja. Der kann mir halt überhaupt schon gar nichts mehr, der Boss. So. Ist ja auch der erste. Ja. Aber schon so weiter macht er die nicht mehr. Okay, Bonusmedaillen, weil ich mich wenig geheilt habe. Wundert mich nicht. Mit Aqua. So, wir machen wie gesagt noch die anderen Arena-Punkte. So, Stufe 2 von Arena, sehr schön. So, dann hätten wir zur Auswahl als nächstes die Retourkutsche. Bis zur letzten Minute in 6 Minuten besiegen, okay. Ich gebe mein Bestes. Vielleicht fehlt die Mirage-Arena in der Story. Andererseits, was der Materia gemacht hat. Ich weiß nicht, ob die zählt als Mirage-Arena. Ob die als Story zählt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Secret-Bosse eher dieser Story-Punkt sind, der fehlt. Aber die Albtraumkutsche ist wahrscheinlich derselbe Boss, den ich besiegt habe hier. Ja, ist er. Der war ja überhaupt nicht schwer. Der konnte gar nichts. Hat die Batera noch was gemacht? Die Albtraumkutsche war von Aqua, der Boss. Terra war in dem Ballsaal da. Der Kampf. So. Da, 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 da. Ich bin der Meinung, dass einmal die Superpost mit Abstand reichen sollte. Ja. Ah. Gut, geht doch. So. Ja. Alle zusammenkommen, bitte. Magie gestiegen, nice. So. Gut, und auch diese Runde ist geschafft. Und es ist schon der Boss. Hallo Albtraumkutsche. Wow, die hält überhaupt nichts aus. Läuft bloß die ganze Zeit weg. Mann, lass dich bekämpfen. Was ist denn du für ein Boss? Ein Boss, der die ganze Zeit abhaut. So. Jetzt reicht's, jetzt ballere ich dich halt. So. Ich kann auch meinen Schattenspringer anders hochleveln. So. Jetzt frisst das Limit. So. Und stirb. Maximale Lebenspunkte gestiegen. Sehr schön. Ja, es gibt ja halt Bonus dafür, dass ich es das erste Mal schaffe. Und in, nicht mal die Hälfte, gerade mal die Hälfte ungefähr, man Zeit gebraucht. Ja, dafür bist du halt ziemlich hoch, stark Level schon scheinbar. Ja, aber es kommen aber ja bestimmt... Es kommt halt demnächst schwierigere. Genau. Vor allem bei Monstro zum Beispiel. Arena Stufe 3. Ja, Monstro wird noch eine Geschichte für sich. So, Weberfieber. Das wie das sich als Terra in Story damals gerade gemacht hat? Ja. Es ist nicht das Einzige, was mich als Terra verletzt gemacht hat. Ich habe mich an dem Tee gerecht.
für mich selbst natürlich. Hauptsächlich für mich. Ich denke, ich die Part Rache genannt. So. Da, da, da. Da, 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 da. So. Und stirbt. Gut, die Runde ist vorbei. Nächste, bitte. Wow. So. Lol, das Eis hat gleich beide auseinandergenommen. So. Ich hab ja auch kein Problem bei dir. Ja. Also wenn ich mit Aqua spiele, werde ich mir auf jeden Fall diesen LP-Magnet machen. Ich würde mir als Aqua auf jeden Fall den Lebenspunkt-Magnet machen. Ja, kannst du machen. Vielleicht auch dein DD-Lebensmagnet. Neutraler Magnet. Ja, ich weiß, ich werde das auch alles noch zusammen mixen. Vielleicht wahrscheinlich bevor ich den Boss mache. Oh, wir sind schon beim Boss. So. Schreckspinne. Naja. Wow, das hat mich an. So, das sollte jetzt richtig reinhauen. Wow, ernsthaft, du hast ab. So. So. Und Attacke. Aha, okay. Dass du mich keinen Schaden machst. Feuersbrunst, okay. Kann schon sein, ja. Auf jeden Fall war es das mit dem Köfi. Und wir sind immer noch nicht am Partende. Da merkt man, wie schnell es gerade geht. Oh, ich habe nicht genug Multifokus-Kommandos gemacht. Oh. Na, scheiß drauf. Ist ja nur für Bonusmedaillen. Die kriege ich ja auch über die Kommandobretter dann. Und durchs Rennen. Durchs Rennen auch, okay. So, Weberfieber ist fertig, geächteter Wächter ist freigeschaltet. Das ist der zweite Wächter, Heini. Da, 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 da. Oh, das kennen wir ja auch schon vom letzten Mal. Mit Terra. Im Kampf. Das sollte eigentlich recht schnell gehen. So. Aber wir müssen eh noch mal die anderen wieder machen, um halt das nötige und mehr Stress zu kämpfen. Genau. Aber es gibt ein Kommandobrett, das man nicht kennt und weiß nicht, wie man es freischaltet. Das kriegen wir schon raus. Das Einzige, was ich mir noch vorstellen kann, ist ein Level in der Piratenrunde. Möglich.
So. Und schon wieder eine Runde vorbei. Es geht so schnell. Wow. Ihr wollt mich gerade echt trollen, oder? Ah, jetzt reicht's. Dann schalte ich halt so aus. Mir doch egal. So. Ne? Und vielleicht noch ein paar Tage, dass wir mal die später kombinieren. Ja. So. Das war die Runde. So. Bim, 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 bim. Schade, ihr seid nicht nah genug reingekommen. Weil ihr keinen Bock habt, dran zu kommen, wenn ich nicht nah genug bin, ich weiß. So. Ihr werdet nicht irgendwie auf dem Boden landen. Ihr werdet schön in Luft bleiben und von mir erledigt. Ne. So, Feuer. Feuer. So viel dazu. Scheiß gierige Geier, ey. Bosskampf, okay. Ja, oh, geächteter Wächter Nummer 2. Oder Eisenwärter. Wie auch immer. So. Das ist klasse. Er macht gut Jungle. Ja. Und das wird ihn jetzt hoffentlich auch erledigen. Vor allem, weil es ihn jedes Mal zurückstößt. Und auf Wiedersehen. Ätz. So, ich glaube, damit habe ich auch erstmal alles außer Monstro geschafft. Hm? Ex? Ez. Ez. Easy. Ach so. Ach so. Easy, ja. I und C. Eine Aussprache von Ez im Englischen. Einfach. So. Sind direkt Stufe 6 geworden. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch was freigeschaltet habe, aber ich bezweifle es mal. Doppelgänger, doch habe ich noch was freigeschaltet. Okay, dann machen wir den auch noch schnell. Auch wenn der Part jetzt ein bisschen länger geht dann. Aber dann habe ich wenigstens alle Arena bis jetzt fertig. Lass dir jetzt nur das Kämpfen, wo du leveln kannst. Oder deine Fähigkeiten leveln. Denn ja, genau, Fähigkeiten möchte ich dann danach nämlich leveln und alles. Möchte vor dem nächsten Secret Bossen dann komplett aufgerüstet sein. So. Aber ich denke mal, die zeitliche Reihenfolge, was da hinten in der Beschriftung, die ich gemacht habe. Okay, ja, ich gehe da schnell hin. Einmal Terra, Ben, Aqua,
Ich krieg das schon hin. Keine Sorge, im Notfall gucke ich mir halt die Parts nochmal an. So. Ah. Und Schattenspringer ist wieder aktiv. Oh. Okay, dann ist halt einer groß geworden. So. Bossfight? Oder? Ich krieg's so süß aus. Ich höre ja nichts. Hm. Jetzt ja. Bossfight. Phantomime. Ja, dann triff mich halt x-mal. So. Na. Na, lässt du mich jetzt mal angreifen? Okay, ich merke schon, du willst nicht. Mich selbst bekämpfen ist immer so eine Sache. Nee, das ist nicht das Problem. Oh, das war nice. Ja. Jetzt hat er sich wieder eine Kopie von mir erstellt. Erstmal alle Kopien von mir besiegen. Geht mir nicht auf den Sack, ihr castet ja nur. Die Fähigkeit habe ich gar nicht ausgerüstet. So. Wir haben die Heilfähigkeiten, die du hast. So. Doch, der geht nicht mehr so schnell. Ja.
Wo ist Mikra? Da. Ja, gewonnen durch die Minen. Es war ziemlich dunkel gewesen, aber ich habe trotzdem gewonnen. Und ist hell. Das war heute Licht. So. Und das sollte es dann jetzt hoffentlich gewesen sein. Gucken wir mal nach, ob es noch eine neue Mirage Arena gibt. Aber ich bezweifle es. Geächteter Wächter Doppelgänger. Ein Mann der B-Sides freigeschaltet. Aber, wisst ihr was? Das machen wir beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss. Auf Wiedersehen.